Es ist endlich Freitag. Wir können bald wieder angeln gehen. Wir können auf den Weihnachtsmarkt und mit unserer Familie Zeit verbringen am Wasser oder wo auch immer vor der PlayStation, dem Fernseher. Jeder, wie er es mag. Genau, es ist heute der 14. Am 13. waren gestern die Savage Gear Shrimps in Dark Olive bei mir drin. 4,90 € eine Packung. Ja, tolle Köder für den Barsch. Sofern die Barsche keine Krustentierallergie haben. Tag Nummer 14. Los geht's. Da ist er, das gute Stück. Klingt voll, aber ist auf jeden Fall nicht schwer. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, ne, ein Frosch. The Prince. Realistic Frog von Yancy. Cool. Den packen wir gleich mal aus. Da schauen wir mal rein. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe einen Frosch, habe auch mit denen schon ab und zu mal geangelt. Aber es ist wirklich schwierig, finde ich, auf dem Frosch oder auf generell Oberflächenköder die Bisse zu verwandeln, die man bekommt. Man bekommt schon oft Bisse drauf, aber im richtigen Moment anzuhauen ist gar nicht so einfach. Also ich muss wirklich gestehen, auch wenn ich schon ein paar Bisse hatte, habe ich wirklich noch keinen verwandeln können. Also vielleicht wird es mit dem was. Die Schenkel. Ach, richtig super, wie der aussieht. Schon nicht schlecht, oder? Stark. Wenn ich den ins Bett packe, dann kreischt meine Frau heute Nacht. Ach, richtig super. Ja, cooler Köder auf jeden Fall. Finde ich cool. Finde ich toll. The Prince. Aha. Play. Pause. Ah, super. Natural Compelling Performance. Floating. Ach so, der schwimmt also. Sehr interessant. So, rein mit dir. Wir sehen uns morgen früh. Samstag, das Video kommt natürlich Samstag ein bisschen später, da kann ich ein bisschen länger schlafen. Und ich hoffe, ihr habt einen tollen Freitag, müsst nicht so lange arbeiten und geht heute Abend noch eine Runde ans Wasser. Lasst es mich wissen. Tschüss, euer Lemmy.